Hallo zusammen und willkommen in meinem Kanal. In diesem soll es zum einen um vor allem technische Campingausrüstung gehen, wie eine Cosiro Yeti, ein faltbares Solarpanel, etwas Licht für den Camper und einen Kompressorkühlschrank gehen. Dazu wird es auch mobile Powerbanks geben, doch dies soll nur ein kleiner Teil des Inhalts sein, denn aufgrund dieser schönen Maschine hier, die ich mir geleistet habe, ist ein größeres Projekt entstanden. Und zwar ist es so, dass ich diese Triumph Daytona 765 Limited Edition bestellt habe. Dann war mir zuerst gar nicht sicher, ob ich sie überhaupt fahren will oder nicht, denn es könnte auch eine Wertanlage sein. Doch schlussendlich hat mich mein Schatz dazu überredet oder mir die Vorzüge so eines Motorrads gezeigt, wenn man es auch benutzen würde. Deswegen bestellt, entschieden, diese auch zu fahren, auch auf Rennstrecken dann, aber nichts Rennmäßiges. Und dann kam schnell der Entscheid, ja, ich brauche etwas, um das Motorrad zu transportieren, da unser Auto leider keine Anhängerkupplung kriegen darf oder montiert kriegen darf, da so ein Kick-Sensor für die Kofferraumöffnung drunter ist und dann wegen der Zulassungsnummer keine Anhängerkupplung montiert werden darf, suchte ich zuerst nach Occasionen oder nach gebrauchten Lieferwagen, die gibt es ja relativ günstig schon, doch dann kam mein Schatz und meinte, ja, man könnte doch ja noch campen gehen mit dem und vielleicht später auch sollte es mal Kinder geben bei uns, auch für später dann nutzen. Und dann kam natürlich so ein gebrauchter 15-jähriger Lieferwagen nicht mehr in Frage. Und deshalb haben wir uns dann auf dem Weg, auf dem Prozess der Entscheidung für einen Citroën Space Tour entschieden. Warum, werden wir in einem separaten Video, oder ich werde es in einem separaten Video zeigen. Und das Thema Camping ist wieder etwas für sich. Und da ich doch ziemlich technikversiert bin, habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ja, wenn wir länger unterwegs sind und ich gerne Fotos mache und die auch gerne auf dem Laptop dann die Rohdateien auch gleich entwickeln möchte, von wo nehme ich den Strom? Dann kam so eine GoZero Sherpa 100 AC Powerbank, die wirklich super ist. Als erste Entscheidung, die wird auch bleiben. Und doch dann ging es natürlich weiter, ja, aber beim Campen braucht man noch was Kühles, vielleicht ein kühles Bier irgendwo trinken bei einer schönen Aussicht. Dann kam das Thema, für welche Kühlbox entscheiden wir uns. In diesem Fall für eine Dometic Kompressor-Kühlbox, die auch gefrieren kann bis minus 22 Grad. Doch dafür wird zu jedem von diesen Gegenständen wird es ein separates Video geben, wo ich es im Detail vorstellen möchte. Und mit der Zeit möchten wir auch unsere Erfahrungen mit diesen mit euch teilen. Dann kam natürlich das Thema Licht, auch von GoZero. Warum GoZero? Hört ihr dann später. Dann merkten wir, oder ich vor allem beim Vorausplanen, Rechnen, ja, die kleine Powerbank. Die kann zwar diesen Kühlschrank betreiben, vor allem wenn man noch zwei zusätzliche Powerbanks dazuschaltet. Wie das gehen kann, werde ich dann entsprechend zeigen. Doch die Kapazität genügt vielleicht für, in meinem Fall, für 20 Stunden, wenn es mal nicht so toll ist oder irgendwie, wenn ich unterwegs bin, dann 20 Stunden kann knapp sein. Deshalb kam diese GoZero Yeti dazu. Die Entscheidungsfindung hat auch ein, zwei Wochen gedauert. Warum ich mich für diese entschieden habe, werde ich auch in einem separaten Video vorstellen. Die hat sehr viele Vorzüge, unter anderem Solarregler direkt, dann 12 Volt Ausgänge, USB Ausgänge und 220 Volt Ausgänge mit einer echten Sinuskurve für eine Dauerbelastung bis 1500 Watt, kurzzeitig sogar bis 3000 Watt. Gut, dann kam diese schöne Akkubox dazu. So, dass eigentlich die Kühlbox 5 Tage lang nonstop betrieben werden kann.
Doch, was ist, wenn man vielleicht mal etwas gefrieren möchte oder etwas Gefrorenes aus dem Urlaub mitnehmen möchte? Ja, oder länger unterwegs ist, dann kam dieses Solarpanel dazu. Auch von GoZero, wird auch ein separates Video geben. Und zwar die Nomad 100, das Nomad 100 Solarpanel. Das Interessante ist, zudem gibt es praktisch kein Video auf YouTube. Und deshalb habe ich mich entschieden, überhaupt diese Serie zu starten, denn vor allem im deutschsprachigen Raum gibt es kaum Videos zu vielen von diesen Produkten. Deshalb lasst euch mal überraschen, welche Videos folgen werden. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Sonst nutzt doch bitte die Kommentarfunktion und vergesst nicht zu subscriben, denn so werdet ihr benachrichtigt, vor allem wenn ihr die Glocke noch aktiviert, wenn neue Videos kommen und die werden kommen. Vielleicht nicht immer regelmäßig, aber vor allem als nächstes werden die Produkte vorgestellt, warum welches gekauft wurde, aber warum das Auto, warum das Motorrad, vielleicht auch noch, wenn ich es dann abgeholt habe vom Händler. Und später dann halt wird alles in Action gezeigt, sprich unterwegs, wie sieht es denn mit der Ausbeute vom Solarpanel aus und so weiter drum. Jungs und Mädels, wir sehen uns.